Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Auspackvideo. Ja, das Warten hat ein Ende. Ich weiß, ihr wartet schon wirklich Wochen oder Monate drauf. Im Hintergrund steht mein neuer Abricht-Dickenhobel von Metabo und den packen wir heute gemeinsam aus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben wahrscheinlich schon gesehen, dass ich das Ding irgendwie, ich glaube, das wiegt 80 Kilo, dass ich das ganze Ding irgendwie in mein Auto gewuppt habe. Deswegen ist das Ganze schon offen. Was möchte ich heute mit euch machen? Das Ganze mit euch Schritt für Schritt aufbauen, beziehungsweise so einen Schnelldurchgang. Und ich möchte euch einfach meinen ersten Eindruck mitteilen. Diejenigen, die mich hier oder die mir schon ganz, ganz lange hier folgen, wissen das, dass ich das immer mit meinen großen oder auch je nachdem mit kleineren Maschinen oder Werkzeugen mache. Und das mache ich natürlich auch jetzt hier mit diesem Abricht-Dickenhobel. Denn wie ich weiß von euch sind oder stehen viele vor der Entscheidung, welches Gerät ihr euch kaufen sollt. Und meine Entscheidung hat der André mir abgenommen. Von Bauforum 24. Deswegen habe ich mich auch für den von Metabo entschieden. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal hier gemeinsam rein. So, die Vogelperspektive. Im Hintergrund habt ihr schon eine Absauganlage gesehen. Die SPA 1200 auch von Metabo. Die beiden Produkte werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr da Interesse habt und die kaufen möchtet. So, das ist schon mal der Anschlag. Was ich jetzt hier schon mal ganz, ganz toll finde, ich habe jetzt hier keinen Kunststoff. Alles Guss bzw. Aluminium. Gefällt mir schon mal ziemlich gut. So, viel Styropor. Und diese Auspackvariante empfehle ich euch auf jeden Fall nicht, denn wenn irgendwas mit der Maschine sein sollte, könnt ihr das Ganze nicht zurückschicken. Ich aber, für mich bleibt keine andere Möglichkeit, weil das Ganze, wie gesagt, zu schwer ist. Am besten macht ihr das Ganze zu zweit. So, jetzt haben wir hier auch viele, viele Bauteile, die sich, natürlich haben sie hier wirklich, um viel Verpackungsmaterial zu sparen, ist alles hier reingequetscht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das alles rausbekomme. So, jetzt alles mal ausgepackt, überprüft und wie ihr sehen könnt, sind es gar nicht so viele Bauteile. Wir haben hier 4 Füße, 2 Rollen. Wir können das Ganze nämlich von A nach B transportieren, den dicken Hobel, eine Spanvorrichtung, hier eine Haube, noch eine Haube, den Schutz für die Messerwelle, den Anschlag und ein paar Schrauben und, was ich ganz, ganz toll finde, ein paar Maulringschlüssel und ein paar Inbusschlüssel. So, das Ganze werden wir jetzt zusammenbauen und wir legen los, natürlich mit den Füßen. So, mal gucken, ob ich den alleine hochgestellt bekomme. Und, jawohl. Hupsala. Da steht da der kleine Zwerg. Der ist gar nicht so klein, das täuscht. Und ich komme auch wirklich jetzt hier schon an meine Grenzen. Also das glaube ich, oder das habe ich glaube ich schon ganz, ganz oft gesagt mit der Werkstatt, aber deswegen will ich den halt, wie gesagt, mobil bauen, dass ich den zack in den Nebenräumen schieben kann. Das heißt, ich kann oder ich werde ihn nur benutzen, wenn ich ihn brauche. Und natürlich gibt es auch eine Bedienungsanleitung, die ist wirklich sehr, sehr ausführlich. Und ich werde nämlich das Ganze jetzt zusammenbauen und da nehme ich euch jetzt nicht mit. Das mache ich wirklich ganz in Ruhe. Höhenverstellung habe ich schon getestet, läuft. Zur Qualität habe ich euch ja auch gerade schon ein, zwei Sachen zugesagt, dass ich, was heißt überrascht, aber ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Natürlich sind jetzt hier, wo der Keilriemen oder Spannriemen sich drunter befindet, die Teile sind aus Kunststoff, wie auch hier ein, zwei Teile. Ansonsten habt ihr hier, ich sag mal zu 90% ist das Ganze aus Guss bzw. aus Metall und ich denke, das spricht eigentlich für sich. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Insgesamt habe ich jetzt eine Stunde gebraucht. Natürlich muss man sich da so ein bisschen reinfuchsen. Die Bedienungsanleitung, muss ich ehrlich sagen, ist gut beschrieben. Aber die Bilder, die Detailbilder sind definitiv ein bisschen zu klein. Und das Ganze, ja, man muss halt viel ausprobieren. Ne? Also nehmt euch wirklich dafür Zeit. Aber das solltet ihr sowieso bei so einer Maschine oder bei so einem Gerät. Ich habe gerade losgelegt und wollte abrichten, das Ganze mal vorweg testen und musste feststellen, die Maschine geht nicht an. Dann dachte ich schon, oh nein, jetzt hast du den ganzen Karton kaputt gemacht, alles entsorgt. Jetzt hat die Maschine einen Defekt und das war nicht so. Die Maschine hat insgesamt 3 Sicherheitsschalter. Ich hatte gerade mit dem Support von Metabo telefoniert gehabt
Und zwar war es so, wenn ihr jetzt abrichten wollt, dann gibt es hier unten eine Kunststoff-Spanhaube, die ihr reinsetzt. Und die hat unten zwei kleine Kunststoffnippel. Und der erste Nippel muss gegen den Anschlagtisch unten gegenliegen. Und dann, wenn ihr das Ganze dann hochkurbelt, dann wird innen drinne ein Sicherheitsschalter betätigt und dann funktioniert die ganze Abrichtgeschichte auch. Beim dicken Hobel gibt es zwei Sicherheitsvorrichtungen. Einmal hier vorne, den könnt ihr hier schon sehen, beziehungsweise beim Abrichten gibt es zwei, beim dicken Hobel gibt es eine. Der Hebel muss hier auch komplett umgelegt sein, damit dieser Schalter aktiviert wird. Und beim dicken Hobel ist es so, gibt es hier eine schwarze große Abdeckung. Die könnt ihr abnehmen mit zwei 13er Maulschlüssel, also Schrauben. Und da ist auch nochmal ein Sicherheitsschalter drin. Es könnte sein, dieser Sicherheitsschalter wird mit einer Welle betätigt, wo unsere Spanhaube später draufgeschraubt wird. Und die Welle betätigt dann diesen Sicherheitsschalter. Und es kann durchaus sein, dass ihr da ein bisschen nachjustieren müsst mit einer kleinen Schraube. Das ist aber alles nicht der Rede wert. Also in der Regel, bei mir hat es jetzt gepasst, aber es könnte sein. Das hat der Support mir nochmal am Telefon erklärt. Ja, dann habe ich gerade losgelegt und gehobelt. Einmal abgerichtet, alles im Winkel. Natürlich habt ihr hier einen Anschlag. Ihr könnt das Ganze in 90 Grad einstellen. Die Einstellung vorweg hat nicht gestimmt. Die musste ich ein bisschen nachstellen. Was mir hier ganz besonders gut gefällt ist, wie gesagt, Aluminium und Guss. Ich sehe hier fast gar keinen Kunststoff. Was ich jetzt ein bisschen doof finde, aber vielleicht ist auch gewöhnungsbedürftig, diese diese Messerwellenabdeckung hier, die geht ganz leicht zu bedienen, auch ganz leicht zu fixieren. Und die Höhenverstellung, die ist, also runter geht, ne Quatsch. Runter geht es schnell, hoch ist es halt ein bisschen mühselig, das Ganze zu bedienen. Werdet ihr merken mit der Zeit, ich habe das schon ein bisschen gefettet. Ich hätte mir hier wirklich ein größeres Drehrad gewünscht, dass es ein bisschen einfacher ist. Oder vielleicht auch ein Hydraulikarm oder sowas in der Art, dass man das halt leicht hoch und runter stellen kann. Ansonsten, der erste Abricht-Dickenhobeltest, beziehungsweise der erste Abrichttest war richtig toll, hat Spaß gemacht. Und wisst ihr, was ich mir jetzt für eine Frage stelle? Ich bin jetzt hier mittlerweile schon, glaube ich, 3 Jahre in der Werkstatt. Ne? Warum habe ich mir so ein Teil nicht gleich als allererstes zugelegt? Das erste Mal, wo ich jetzt hier rübergefahren bin, über die Messerwelle, dieses Gefühl, wie früher in der Ausbildung, also wirklich richtig, richtig toll. Und ich freue mich schon, hier mit Steffi dran zu arbeiten. Ich werde das Ganze jetzt mal in Schnelldurchlauf umbauen. Dauert ein bisschen, ungefähr 10 Minuten solltet ihr damit einplanen. Und dann hobeln wir mal auf Dicke. Und was ganz, ganz wichtig ist, bevor ihr das Ganze umbaut, immer die Maschine vom Strom trennen. Ganz, ganz wichtig. Und auf dicke Hobeln, das Ganze hat auch sehr gut funktioniert. Schaut euch mal diese Oberflächengüter an. Ja klar, wir haben jetzt neue Messer drauf, aber ich bin recht zufrieden. Bei diesem kurzen Stück haben wir keine Hobelschläge hinten drin. Was sind Hobelschläge? So ganz, ganz kleine Riefen, die reingeschlagen werden. Also wirklich toll. Zu technischen Daten kommen wir gleich nochmal. Die will ich euch gleich nochmal vorlesen. Also weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Was ich euch sagen kann ist, Hobelbreite maximal 260 mm und Hobelhöhe 160 mm. Ich möchte mit euch jetzt nochmal live das Ganze zurückbauen. Was mich natürlich jetzt ein bisschen stört, sind jetzt hier, dass wir hier 4, 5, 6 Schrauben per Hand lösen müssen. Und die sind halt nötig, damit wir den Span, die Spanhaube hier anbringen können. Das finde ich ein bisschen, ja, mühselig. Aber ich denke mal, die Profis unter euch, die vielleicht den Beruf Tischler, Holzbearbeitungsmechaniker, Zimmermann etc. pp. Gelernt haben, die wissen, dass man ab und zu mal gewisse Maschinen umbauen muss. Beispielsweise eine Tischfräse oder ein 4-Seiten-Hobel oder 8-Seiten-Hobel. Da plant man durchaus mal 4-5 Stunden ein, um so eine Maschine umzurüsten oder umzubauen. Deswegen, das sind jetzt hier vielleicht maximal 10 Minuten, die wir brauchen.
ist vielleicht akzeptabel. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es in nächster Zeit ja so ein Update, aber ich glaube, das ist recht das aktuellste Modell, was jetzt rausgekommen ist. Ja, schaut euch das an, wie lange ich hierfür brauche, und dann müsst ihr das selber einschätzen, ob ihr das wollt oder nicht. Ne? Dafür dient ja dieses Video. So, das finde ich eigentlich ganz toll, dass man den Tisch draufsetzt, die zwei Hebel umlegt, zack, und hier auch, wenn er nämlich nicht richtig drinne sitzt und da Späne zwischen ist, dann funktioniert das Ganze nämlich nicht. Und das Ganze dient ja so eure eigene Sicherheit. So, und jetzt müssen wir nur noch den Anschlag anbringen. Das ist eigentlich nur eine Schraube. Und schon könnt ihr wieder abrichten. So. Genau, so hatte ich das eingestellt gehabt. Die Spanhaube wieder anbringen. Und hier sind auch die zwei kleinen Nippel, die ich euch anfangs... Diese zwei. Der eine muss auf den Tisch drauf liegen und der andere muss gegen den Tisch sein. Und jetzt könnten wir theoretisch wieder loslegen mit den Abrichten. Ich möchte euch, also die Maschine wiegt zwischen 80 und 90 Kilo. Auf ein Kilo kommt es jetzt auch nicht so drauf an. Den Tisch haben wir eine Gesamtbreite von 280 mm. Wie gesagt, die Messerwelle wird wahrscheinlich so 265, 260 haben, weil wir eine Gesamtbreite von 260 hobeln können. Und der Tisch, die Gesamtlänge vom Tisch ist 1,04 Meter. Die Höhe haben wir 84 cm und die Höhe von Oberkante Maschinentisch ist 56 cm. Die gesamte Breite der Maschine, das sind jetzt so circa Angaben, ne? Mit Anschlag hier ist ungefähr um 70 cm. Das war es auch soweit gewesen von diesem Vorstellungsvideo. Wie ihr wisst, kommt immer ein Jahr später, wenn ich mit der Maschine schon so ein bisschen gearbeitet habe, nochmal ein Erfahrungsvideo. Das gleiche ging oder gilt für die Kapp- und Kehrungssäge, für die Tischkreissäge und für die Tischbohrmaschine. Die Videos dazu werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das Ganze und ich habe richtig Bock zu hobeln, vor allem mit Steffi eine Runde zu hobeln. Mal gucken, was die dazu sagt. Und was ich euch noch empfehlen kann, um die Maschine so ein bisschen zu schützen, bestellt euch, findet ihr auch unten, Silberglide. Damit könnt ihr die Tischoberfläche einpolieren und auch die untere Tischhobelfläche. Denn mit der Zeit kann sich bei Metalloberflächen Flugrost ansammeln und das ist dann nicht so schön. Deswegen empfehle ich euch wirklich Silberglide, kostet einen Zehner und damit reibe ich auch ständig meine Tischbohrmaschine ein und meine ganzen anderen Maschinen, wo metallische Oberflächen sind. Achtung, nicht zu viel. Sonst ist hier wirklich eine ganz, ganz große Verletzungsgefahr, wenn ihr hobelt und abrutscht, dass ihr in die Messerweile reinkommt. Ja, und jetzt werde ich den Untertisch dafür bauen. Ciao.